Allzu viel ist von seitens der Polizei her noch nicht bekannt. Das, was bekannt ist, dass gegen 14.10 Uhr die Bank Austria auf der Taborstraße von zwei maskierten Männern betreten worden ist. Sie sollen auch bewaffnet gewesen sein. Sie konnten mit einem noch unbekannten Geldbetrag auch dann flüchten. Wer diese zwei Männer sind und vor allem wohin sie geflüchtet sind, das kann man zum derzeitigen Stand noch nicht sagen. Auch ein Grund dafür, dass auch dieser Großeinsatz und auch die Fahndung nach den Tätern noch nicht geklappt hat, war, dass die Zeugen ganz unterschiedliche Angaben zum Aussehen der Täter gemacht haben. Und dementsprechend war es für die Polizei innerhalb dieser ersten Stunden nicht möglich, die Täter bereits auszuforschen. Und man ist jetzt drauf und dran, auch noch das Videomaterial auszuwerten, das natürlich in der Bank auch vorhanden ist, aber auch die Zeugen rundherum zu befragen. Gerade Augenzeugen. Das ist immer wieder ein Thema. Hier werden oftmals unterschiedliche Angaben gemacht. Und gerade für so eine Großverhandlung, da sind sehr viele Polizeieinsatzkräfte auch am Werken. Und dementsprechend wird das immer nur für ein paar Stunden aufrechterhalten. Mittlerweile ist diese Großverhandlung eingestellt, denn man hat keine Hoffnung mehr, jetzt in der nächsten Zeit diese Täter noch in der Nähe dieser Bank auch ausfindig zu machen.